Hallo, grüße euch, Paraguay live und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Heute ganz kurz sprechen wir über Einwanderungshilfe. Bleibt dran! Also heute, wie ihr seht, etwas bewölkt. Und das heutige Thema Einwanderungshilfe online. Ja, es ist wirklich so. Gleich erzähle ich euch etwas mehr darüber. Also, wie ihr wisst, wir arbeiten stets in unserem Team, damit ihr auch die beste mögliche Leistung bekommt. Und in unserem Team haben wir darüber gesprochen, wie können wir euch gewisse Sachen zur Verfügung stellen in diesen schwierigen Zeiten. Und da sind wir auf Top-Idee gekommen. Also bleibt dran. Also nochmal vielen Dank für eure Fragen und viele von euch, wie immer, fragen natürlich nach der Einwanderung bzw. Auswanderung aus Deutschland, Schweiz oder aus Österreich oder auch wie zuletzt Kanada oder Vereinigten Staaten. Deshalb, das Thema ist umso wichtiger, weil, wie ihr wisst, also in diesen aktuellen Zeiten ist es nicht so einfach, hier rüber nach Paraguay zu kommen, geschweige auch die Einwanderungsdokumente zu beantragen. Daher bieten wir Ihnen ab sofort, wirklich ab sofort, folgende Einwanderungshilfe. Richtig. Ich gebe euch natürlich unten die Daten, wo ihr euch wenden könnt, beziehungsweise auch die richtigen Dokumente senden könnt an die folgende Adresse. Was auch wichtig ist und bitte jetzt genau zuhören. Ja, man kann, oder ich sage mal, durch unsere langjährige Erfahrung können wir euch ein Top-Angebot machen. So, was wichtig ist, ihr könnt, wie gesagt, von zu Hause aus, egal ob ihr in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sitzt oder wie auch immer, ihr könnt praktisch die Dokumente, also die Einwanderungsdokumente und die Zedula praktisch von zu Hause aus beantragen. Wie geht das? Ganz einfach. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir ganz offiziell den Antrag in eurem Namen bei der Behörde stellen. Ganz legal, ganz offiziell. Sie senden uns eure Informationen, also wie gesagt, die Kopie der Pässe und die anderen Unterlagen, die ich euch schon in anderen Video gegeben habe, ja, also die ganzen Scheidungsurkunde, Heiratsurkunde etc. etc. Die Kopie der Dokumente. Es kann auch genauso bei WhatsApp passieren. Wir drucken uns aus und beantragen das in eurem Namen. Wir erhalten die richtige Nummer von der Ausländerbehörde bzw. von dem Migrationsamt und teilen euch diese mit. Wenn ihr dann nach Paraguay kommt, dann habt ihr schon die halbe Miete, wenn nicht mehr, erledigt. Was wir dann von euch brauchen, sind nur die Fingerabdrücke und notwendigen Unterschriften. Das nimmt ungefähr ein, höchstens 2 Tage in Anspruch,
und die Dokumente können wir dann ganz normal beantragen. Der Vorteil für euch, ihr spart im Prinzip eine Menge Zeit und könnt die Einwanderungsdokumente praktisch sofort beantragen. Ist es ein Deal? Ich denke, ich bin mir sicher, auf jeden Fall. Falls dazu noch Fragen gibt, bitte natürlich an uns schreiben, sowohl unten in der Beschreibung, in jedem Video gebe ich natürlich unsere Daten an, als auch meistens an der Seite die Daten, sei es per WhatsApp, sei es per E-Mail oder auch Telefon. Von daher, falls ihr Fragen diesbezüglich habt, kein Problem, einfach in der Betreffzeile schreiben, worum es geht, Einwanderungshilfe online, und dann werden wir euch natürlich die Fragen korrekt beantworten. Okay? Also, macht's gut. Falls euch das Video gefallen hat, immer Likes nach oben, teilt das Video. Sicherlich, es gibt in eurer Umgebung auch Freunde, Bekannte, vielleicht Familienangehörige, die Interesse haben an Einwanderung nach Paraguay. Also wie gesagt, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen. Weil wie gesagt, die Fragen, die sind sehr aktuell, die wir euch beantworten werden. Okay? Also ich denke, Einwanderungshilfe online ist schon eine gute Sache, eine hervorragende Sache. Und ihr habt erstmal die Möglichkeit, es persönlich auszuprobieren. Und es funktioniert zu 100%. Dazu stehe ich, also auch unser Team mit unserem Namen. Also bis dahin, verpasst die Angelegenheit nicht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.